So, willkommen zurück auf der 3-Stern-Map. Ja, ihr hört es schon im Hintergrund, es knattert schon wieder. Ja, ich habe was vorbereitet. Wir müssen leider Gras machen. Ja? Also eigentlich Heu. Also wir müssen leider Gras mähen und Heu machen. Und ja, dafür lasse ich jetzt gerade schon die Trecker hier warm laufen. Es wird heute die volle Kolonne geben. Ich habe mich immer gefragt, warum ich 4 Trecker habe. Jetzt weiß ich wieso. So, also wirklich die volle Dröhnung. Ich freue mich tierisch, wirklich. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Gehe ich mal schwer von aus. So, dann fahren wir die Kolonne mal vor. Also ein bisschen vorbereiten musste ich ja schon. Ging echt nicht anders. Ja, komme ich gleich zu. Ich musste natürlich auch mal die Ballmaschine testen, die ich da geholt habe. Und mir ist da was Dummes passiert. War die falsche. Also ich habe die falsche gekauft. Ich wollte nicht nur eine Rundballenpresse haben und es war eine. Ich wollte eigentlich eine Quaderballenpresse haben. Jo, das habe ich jetzt davon. Setzen wir uns schon mal ein Stückchen in Bewegung. Wie gesagt, heute ist wirklich alles im Start. Und der Striegel bleibt natürlich jetzt erstmal stehen. Das ist aber halb so wild. Weil, ja. Er hat es nicht anders verdient. Er ist ja eh das letzte Schiffchen. Der Kleine, mit dem sind wir jetzt hier die ganze Zeit gefahren, deswegen ist der noch warm. Und von daher musste ich den nicht vorheizen. Also generell auch Trecker, die mögen es, wenn sie nicht gerade mit dem kalten Motor da runterbrechen. So. Die Jungs müssen eh gleich nochmal aussteigen. Das sind jetzt nur Helfer, die da runterfahren. Die werden gleich abgeholt mit dem Bus. Oder müssen Bus fahren. Kriegen von mir ein Fahrticket. Und das kriegen sie bezahlt. Mir nicht. Dafür gibt es heute keinen Lohn. Und ja, dann fahren wir jetzt mal runter. Ich bin mal gespannt, auf dem Feld fahre ich noch nie. Also es wird das erste Mal, dass ich überhaupt auf diesem Feld fahre. Ich spiele, wie gesagt, die Karte leidenschaftlich gerne. Ich mag die wirklich. Aber auf dem Feld war ich bisher wirklich noch nie. Ja, bin mal gespannt. Eigentlich wollte ich noch das Gewicht hinten dran packen. Es ist nicht passiert. Wer hätte es gedacht? Opa Alfred ist gerade noch auf dem Kutter und versucht nur ein paar Fische zu fangen. Da dachte ich mir, in der Zeit könnte ich mal ein bisschen Gras machen. Ein bisschen mähen. Ein paar Ballen machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe ja jetzt vorbereitet, weißt du? Ich habe ja jetzt ein bisschen vorgearbeitet. Die ganzen Geräte angekuppelt und alles. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Schon mal vorgeheizt und alles. Weißt du, so ein bisschen Dampf gegeben. So. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Ich glaube, dich kann man hier direkt erstmal stehen lassen. Ach, das ist ja auch eine neue Map, fällt mir gerade ein. Das ist ja eine bearbeitete, überarbeitete. Nicht nur Seasons. Und ich, Vollidiot, hab mir das Ganze noch gar nicht angeguckt. Da vorne. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da vorne mal gewesen bin. Sieht jetzt gerade ziemlich fremd aus. So, dann machen wir mal die Türen hier zu. Muss ja nicht die ganze Zeit offen sein. Was? Licht ist noch an. Muss ja nur alles vor Ort sein. Das war mir wichtig. Dass ich da nicht lange Wege habe. Gleich. Und wieder alles zum Hof fahren muss und so ein Krempel. Wobei, das wird passieren. Definitiv. Den Dicken lasse ich hier auch stehen. Den Dicken lasse ich hier erstmal stehen. Mach den Motor aus. Den muss ich jetzt nicht irgendwo parken gehen. Zack, der passt eh nirgends hin. Und jetzt wird gemäht.
Ich freue mich. Muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Das funktioniert einwandfrei mit den Mods, auch mit dem Interactive Controller. Das hätte ich so nicht erwartet. Muss man ganz klar sagen. So, wie gesagt, ich kenne das Feld gar nicht. Direkt in der Innenansicht. Das wird auf jeden Fall eine witzige Sache. Das kann ich jetzt schon mal verraten. So. Fangen wir doch hier direkt an. Also die Aussicht kenne ich hier noch gar nicht. Kann sein, dass ich zwischendurch mal so ein bisschen hin und her switche oder so. Ein bisschen Wechsel mache, weil ich kenne das hier noch nicht, die Ecke. Aber ich glaube, das hat jetzt jeder soweit verstanden. Muss es nicht tausendmal. Ja, Punkt 1. Kann ich das Mähwerk drehen? Sonst habe ich gleich ein Problem. Ich kann es nicht drehen. Ich bin froh, dass es hier gerade keine Kolli an ist. Ich fahre einfach mal mit dem vorderen Mähwerk hier schnell ein bisschen ab. So. Dreh mich hier einmal. Das ist zum Glück ein Knicklenker. Ein Witz, komm raus, du bist umzingelt. So, und jetzt senken. Ah ne, gesenkt ist. Anschalten. Innenansicht. Dann gucken wir jetzt mal, ne? Also, wie gesagt, ich kenne es hier noch gar nicht, die Ecke. Ich lasse es einfach mal hier auf 0 Grad. Irgendwie ist es ein bisschen krumm. Gut, muss ich da gleich nochmal entlang fahren. Aber ist ja nicht schlimm. Man tut auf jeden Fall wie ein Profi. Also, es ist schon schick. Ich muss ja nicht ganz übertreiben. Ich muss ja nicht alles hier bis in die letzte Ecke abfisseln. Kann ich machen, muss man aber nicht. Nein. Im Zaun, im Zaun. Aber das wird gleich mit einer großen Maschine auf jeden Fall auch noch lustig. So, einfach mal gucken, was ich hier abmähen kann und was ich hier mitnehme. Wird auf jeden Fall interessant. Bergauf schleppt er sich schon. Das ist ja auch nicht mehr das neueste Tierchen, aber es ist ein schönes Tierchen, kann man nicht anders sagen. Gefällt. Ne? So, mal kurz auf die Zeit gucken. 7 Minütchen. Ich meine, das ist ja auch nicht das größte Feld oder die größte Wiese. Also von daher sollte das sogar machbar sein. Mitten durch den Busch hier. Also da bin ich mal gespannt. Ja, das passt schon, das passt schon. Das sieht auf jeden Fall schöne Spuren. Kann man nicht anders sagen. Mit dem großen Mähwerk war das natürlich jetzt schnell abgeerntet. Zweimal drüber ziehen, fertig. So ungefähr. Mit dem, ja. Aber ich finde halt die Kombi irgendwie angenehmer und nicht gerade so klobig und ist schon auf jeden Fall eine schöne Kombination. Also Frontmähwerk und hinten das eine Mähwerk. Das ist okay. Kann man lassen. Definitiv. Ja, wie gesagt, zweite Aufnahme. Ich musste ein bisschen vorbereiten mit den Beilen. Das war natürlich bombig. Also, ich habe noch einen Rundbein gepresst, weil ich wollte gucken, was da rauskommt. Es war mir schon von vornherein klar, dass da ein Rundbein rauskommt. Es stand dick auf der Seite drauf, Rolland. Und ich dachte mir nur so: Ja, du wolltest eigentlich Quaderballen machen. Und handliche Quaderballen. Ich wollte jetzt nicht die normalen, die sind für Stroh für mich. Ne? Also, ich wollte aus dem normalen Gras handliche Quaderballen machen, die ich dann auch an den Tieren verfüttern kann. Und ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ne? Muss man dazu sagen. Und ja, das war eine Rundballenpresse. Da hatte ich danach ein Rundballengras. Okay. Aber der geht morgen mit Sicherheit auch an die Kühe. Also, der wird nicht lange liegen bleiben, das heißt, der wird nicht irgendwie gären können, großartig. Ich wollte einfach nur ein bisschen was Platz schaffen, dass da nicht der Riesenhaufen ist. Das Problem ist, bei dem Riesenhaufen, der wächst. Der wächst in eine Himmelsrichtung. Der wächst auch durch die Halle durch. Also, wenn da noch was draufkommt, dann, ja, das da wieder rauszukriegen.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Schaufelmod oder so gibt. Im 17er. Keine Ahnung. Das wäre die einzige Option, aber du kommst nicht mit dem Frontlader kommst du nicht darunter. Das kannst du vergessen. Da hast du ständig da das Gras liegen. Ein Besen gibt's. Es gibt einen Hofbesen für den Frontlader, den habe ich auch, aber ich glaube nicht, dass du dann rankommst. Ja. Aber wie gesagt, das war schon Highlight Nummer 1, der Rundballen. Highlight Nummer 2, die Ballen, die da hinten rausgekommen sind, flogen erstmal über die halbe Map. Ich bin über den dicken Berg gefahren und dann bewegt die sich halt ein bisschen. Und er frisst das sofort. Ne? Also die kleine Maschine, die ist halt ziemlich gut animiert. Blitziggewitter im Spiegel. Bin gerade hier ein bisschen fasziniert. Im Rückspiegel war das. Okay. Ist vorbei. Also die ist ziemlich gut animiert. Also die frisst alles. Ne? Die ist da hemmungslos. Die gibt da richtig Vollgas. Und dann flogen erstmal die ganzen Ballen über die Map. Weil, wie gesagt, den Berg da hoch. Da dann 5, 6 Ballen direkt auf einmal rausgeschmissen. Sah super aus. Wirklich. Dann wollte ich schon so einen kleinen Ballen mal an den Schafen testen. Haben sie nicht genommen. Ich meine, wieso auch? Ist ganz anderes Gras, was in so Ballen drin ist. Das war vorher viel schöner, viel optisch schöner. Also das geht so nicht. Also ich kann denen noch keine Ballen geben. Das geht nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn die jetzt dann gleich Hunger haben oder morgen, weil, wie ihr gemerkt habt, ich habe nicht vorgespult. Ich habe mich dran gehalten. Wir haben um 5 angefangen, jetzt haben wir gleich 7 Uhr. Ich habe mich dran gehalten. Nicht vorgespult. Ja, bin ich mal gespannt. Also, wenn die dann Hunger haben, ob sie es dann haben wollen oder halt eben nicht. Ja. Das ist immer so die Sache bei Tieren. Mögen sie es nicht. Es kann genau das gleiche Futter sein. Plötzlich mögen sie es nicht, rühren es nicht an oder haben gar keinen Hunger. Aber Schweine und Schafe haben eigentlich immer Hunger. Also es sind. Also da wäre das halt schon ziemlich ungewöhnlich, wenn sie nicht fressen würden. Das gleiche bei Kühen. Ne? Und ja, deswegen bin ich mal gespannt. Ich bin aber gespannt, wie weit ich jetzt hier bin mit meinem Gras. Also, ich kann mir jetzt irgendwie gerade nicht. Ich kann mich gerade nicht orientieren. Aber aus der Innenansicht sieht man auch ein bisschen hier von der Ecke. Von daher hat mich das jetzt gerade nicht so gestört, sonst hätte ich mal in die Außenansicht gewechselt, gerade am äußeren Rand, am äußeren Rand. Was ist denn heute wieder los? Am äußeren Rand, weil da sieht man ja doch noch ein bisschen was. Zumindest Wege. Und deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich kann ja mal gerade wechseln. Was da hinten überhaupt noch ist. Ob das hier. Ich meine, der hat ja mit Pappe gearbeitet, ne? Mit Landschaftspappe. Außenrum. Schön eingezäunt. Das ist vollkommen okay bei so einer Karte. Definitiv. Es stört nicht. Weil der hat außenrum davor immer noch so ein paar Bäumchen und ist ja nicht nur Pappe. Ne? Also es ist. Überall Pappe, aber es ist nicht nur Pappe, was du siehst. Und von daher vollkommen okay. Sieht auch nicht schlecht aus. Also hat mich nie gestört. Aber da hinten war irgendein Feld. Es kann aber nicht. Ist das die 8? Ist da schon was drauf gesät? Und da habe ich einen Streifen übrig gelassen. Unverschämt. Das werden die Kühe morgen merken. Oje. Ja, ich weiß es nicht, ob da vorne das Feld Nummer 8 ist. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Dann wäre das Feld Nummer 8 aber schon ziemlich weit. Ah doch, da ist der Trigger. Es ist Feld Nummer 8. Feld Nummer 8 ist schon ziemlich weit. Frage beantwortet. Was da vorne ist, weiß ich jetzt auch nicht. Da muss irgendwo der Händler sitzen, das weiß ich. Feld Nummer 7 ist klar. Direkt vor uns. Naja, kann man mal gucken gehen irgendwann. Ich glaube, da ist auch noch irgendein anderer Verkaufsstand oder so, wo man halt verkaufen kann, ne? So, aber jetzt wieder eine Innenansicht. Die letzten paar Bahnen. Ja, YouTube, wir sind auch eigentlich mit der Zeit wieder um.
Aber ich werde es hier noch definitiv alles zu Ende mähen. Das würde es keine Minute mehr dauern. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch auch hier bei der zweiten Folge sehr viel Spaß. Wie gesagt, gab es schon mal. Aber es wird sich eh alles wiederholen. Von daher könnt ihr euch das auch nochmal antun. Wie gesagt, es ist eine neue Wiese. Mit der vollen Kanone sitzen wir hier. Im nächsten Part gibt es auf jeden Fall das Schwadern. Ich weiß nicht, ob ich noch zum Pressen komme. Das kann ich noch nicht sagen. Das Zettern und das Schwadern. Ich habe noch gar keinen Schwader geholt. Da muss noch ein bisschen Kohle her. Ich glaube, 1000 fehlt mir oder so. Zur Not nehme ich nochmal kurz den Kredit auf. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.